Mit dem Slogan Sei fair, wir brauchen mehr, tragen Beschäftigte im Handel am Dienstagvormittag zum ersten Mal ihren Protest auf die Straße. Denn auch nach der zweiten Kollektivvertragsverhandlung liegt für die über 430.000 Beschäftigten immer noch kein konkretes Angebot vor. 11% mehr Lohn sei unrealistisch, hieß es dabei. Bei der Startkundgebung am Schwedenplatz spricht die Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA Helga Fichtinger die konkreten Forderungen aus. Wir fordern für heuer eine 11%ige Gehaltserhöhung für alle. Bei einer rollierenden Inflation von 9,2% sind wir der Meinung, ist das nur fair. Der zweite Step wäre als Ausgleich für die Arbeitsbelastung, für den Arbeitsstress, eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung. Die würde den Beschäftigten sehr, sehr entgegenkommen und auch helfen. Und in weiterer Folge für den Handel eine gesamte generelle Arbeitszeitverkürzung. Um einem fairen Ausgleich von Geld und Freiheit noch mehr Nachdruck zu verleihen, kam auch Verstärkung aus Niederösterreich, Steiermark und dem Burgenland. Der Demozug bewegt sich durch die Innenstadt Richtung Oper. Die Forderungen sollen wahrgenommen werden. Also wir wollen, dass unsere Forderungen überhaupt wahrgenommen werden. Wir wollen mehr Geld und mehr Zeit. Das sind die hauptsächlichen Gründe, warum wir streiken. Ja, ich weiß, dass die Forderungen als utopisch bezeichnet werden, aber ohne ein Gegenangebot gibt es keine Verhandlungsbasis und deswegen ist das nicht akzeptabel. Die Beschäftigten im Handel wünschen sich ein faires Angebot bei der nächsten Verhandlungsrunde am Donnerstag und drohen mit Streik, falls wieder keines vorgelegt wird. Die Geringschätzung ist einfach der Arbeitgeberseite, kein Angebot auf den Tisch zu legen, keine Verhandlungsbereitschaft über einen der Punkte zu geben. Das ist tatsächlich nicht okay, das ist nicht fair. Der Handel ist die größte Branche, die brauchen sich nicht fürchten, die könnten sehr wohl ein Angebot legen. Wenn nichts weitergeht oder am Donnerstag vielleicht tatsächlich wieder kein Angebot kommt, dann werden wir auch unsere Gangart verschärfen. Wir machen Betriebsversammlungen mit den Streikbeschlüssen. Die Handelsbeschäftigten sind wütend, sind streikbereit und das ist der nächste Weg. Sei fair, wir brauchen